Chef on Air. Heute am Freitag hier bei Radio Frankfurt mit, was hast du gesagt, Rainer Italo-Hessen oder was? Ja, Rainer Italo-Hessen. Ja, ja. Italo-Hessen. Klar. Stefano Granata, oder? Granata? Granate. Fast richtig ausgesprochen, Granata, ja. Granata. Und dein Kumpel hier, oder was ist dein Spezi, der Mitgeschäftsführer? Genau, Fabio Venuto. Und ihr seid von Giovo, gell? Wir sind von Giovo, ja. Genau. Und ihr seid beide Geschäftsführer oder wie kann ich das einordnen oder so? Wir sind beide. Weil die zwei Kerle, das muss ich jetzt mal hier am Anfang erwähnen, haben nämlich keine Infos zukommen lassen. Wir cruisen jetzt ein bisschen Freestyle durch die Stunde, aber das kriegen wir schon hin, oder? Wir freestylen unser ganzes Leben. Ihr ganzes Leben schon? Da Larse. Ja. Euch mache ich noch rund die Stunde hier durch. Aber wir reden über die Wein- und Foodmesse, gell? Auf jeden Fall, Sonntag ja. Und Montag. Es Sonntag wird und super Montag. Lecker und dann machen wir natürlich ein bisschen Werbung für euch. Ausnahmsweise. Aber erstmal ein bisschen Musik, okay? Okay, einverstanden. Chef on Air, Mensch, schön, dass ihr mit dabei seid. Und schön, dass ihr zwei hier seid, ihr zwei Spaßmacher. Gell? Ihr seid lustig drauf, oder? Schön, dass wir da sein dürfen. Na, selbstverständlich. Übrigens, geile Aussicht auf Frankfurt, sensationell. Mhm. Und mit dir ist ja auch immer lustig, also insofern super. Wir freuen uns sehr. Stefano Granata und Fabio Venuto. Also ich stelle die Frage jetzt live, seid ihr beiden verwandt? Und er sagt eben, fast. Wir kennen uns tatsächlich schon sehr, sehr lange. Mhm. Ja, also ich sage immer, wir sind Brüder, aber haben verschiedene Mütter, wobei ich seine Mama auch Mama nenne. Insofern ist es schon, wenn man so viel zusammen, also so lange schon zusammenarbeitet, jeden Tag sich so oft und viel sieht, dann bleibt das nicht aus, dass man natürlich auch eigentlich schon wie Brüder entweder man wird wie Brüder oder man hasst sich halt genau, auf den Tod. Genau, und bei uns funktioniert das ganz gut. Wir sind auch charakterlich, sage ich mal, sehr unterschiedlich eigentlich, aber ergänzen uns natürlich umso besser. Und ich bin sehr, sehr froh, ihn mein Partner und auch besten Freund nennen zu dürfen. Sehr schön. Von Giovo seid ihr. Erklärt doch erstmal, was Giovo ist. Ja, ich würde mal sagen, das kann der Fabio machen, oder? Ja, dass er auch mal zu Wort kommt, was meinst du? Ja, Giovo. Also Giovo gibt es schon 50 Jahre. Wir 50 Jahre? 50 Jahre. Das heißt, das habt nicht ihr erfunden. Nicht ganz, nicht ganz. Wir sind die dritte Unternehmergeneration. Und ja, Giovo vertreibt halt italienische Weine und Lebensmittel für die Gastronomie und Privatkunden. Und Privatkunden? Und Privatkunden, ja. In den Supermärkten in Mülheim und Königstein jeweils. Das sind dann eure Supermärkte oder seid ihr mit euren Waren beim Edeka oder Tegut nett, ne? Sondern genau, das sind unsere Supermärkte. Wo sind die nochmal? Sag nochmal. Der eine Supermarkt ist in Mülheim. Ja. Und der zweite in Königstein. In Königstein? Genau. Letztes Mal hatte der nur einen, kann das sein? Richtig. Aha, ja, also was Neues in Königstein, glaube ich. Ist neu dazugekommen, seit jetzt, glaube ich, einem Jahr erst. Königstein, weil da die Reichen und Schönen einkaufen gehen, gell, Stefano? Hat sich auch so wie das Leben, wir haben ja vorhin gesagt, wir freestylen uns so ein bisschen durchs Leben und das ist so ein bisschen die italienische Lebenseinstellung und Philosophie. Mhm. Wir lassen uns ein bisschen leiten, versuchen natürlich immer höchst professionell zu arbeiten, das ist unser Credo, aber sind auch immer offen für Chancen und versuchen uns so ein bisschen leiten zu lassen vom Schicksal. Und der Königstein hat sich tatsächlich ergeben, da war früher ein Rewe drin und über einen sehr guten Freund und Kunden von uns kamen wir dann an den Besitzer, weil der Rewe rausging, Corona-bedingt. Und das eine folgt auf dem anderen. Ja, könnt ihr euch vorstellen, dort einen Supermarkt zu machen? Haben wir gesagt, ja, warum nicht? Taunus ist... Aber da brauchen wir schon Eier in der Hose, um es mal so zu sagen, weil wenn der Rewe Corona-bedingt da rausgeht als Supermarkt und da sagt ihr, ja, gehen wir da neu. Genau, ja gut, ich meine, man muss auch sagen, wir haben die Firma jetzt, also die Gruppe vor 4 Jahren übernommen und sind auch im Bereich Taunus extrem gewachsen. Ja. Und für uns war das dann eigentlich ganz klar, dass wir dort weiter expandieren wollen. Und man muss auch sagen, Corona-bedingt haben wir natürlich gesehen, die Gastronomie wäre geschlossen. Das waren keine einfache Zeiten für uns auch als, ich sag mal, wir sind ja größtenteils Hauptlieferant für die Gastronomie. Die Supermärkte sind mehr eine Passion, die wir leidenschaftlich mitmachen, um die Produkte und auch den Lebensstil so ein bisschen zu transportieren. War für uns aber auch klar, wir wissen nicht, wie oft wird es das noch geben, was kommt noch. Wir haben gemerkt, dass nicht alles so safe ist, wie man es immer denkt. Und wir finden, essen, trinken muss man immer. Das heißt, für uns war das auch einfach nochmal so eine Sicherheit, um zu sagen, wir möchten überleben, wir möchten gestärkt aus der Krise kommen und deswegen dann halt die Entscheidung, in den Einzelhandel nochmal zu investieren. Stefan Arno Granata und Fabio Venuto sind bei mir im Studio, Chef on Air. Ihr müsst euch nicht schämen, ist alles in Ordnung. Ist alles live, es geht alles raus. Hört eigentlich die Mama zu?
Bei mir von oben? Ja, ja. Hoffentlich. Nee, weil du sagst ja zu seiner Mama auch, Mama, hast du eben gesagt. Die Mama hört bestimmt zu, ja. Da haben wir Bescheid gesagt. Liebe ja. Grüße. Dankeschön, machen wir. So, ihr seid natürlich hier, weil ihr eine geile Messe habt jetzt am Wochenende, gell? Nee, nicht am Wochenende, sondern wieso denn eigentlich Sonntag und Montag? Kann ich dir erklären? Viele Montag Gastronomen, war schon belegt. Nee, viele Gastronomen sind ja montags, haben sie ja ihren Ruhetag. Mhm. Und uns ist natürlich auch wichtig, dass Gastronomen die Chance bekommen, mit unseren Winzern, die tatsächlich alle aus Italien auch anreisen, über die aktuellen Weine, die Jahrgänge zu sprechen und die Weine auch zu probieren. Deshalb haben wir einmal den Sonntag. Wir gehen davon aus, dass Sonntag natürlich viel mehr los sein wird, weil alle dann wahrscheinlich zu Hause sind und frei haben. Mhm. Und montags konzentrieren wir uns dann auf unsere Gastronomiepartner. Mhm. Und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass vor allem die Gastronomen auch die Möglichkeit haben, die Weine zu probieren. Deswegen Sonntag und Montag, die Jovo Wine and Food Genuss-Event. Da passt es die gar nicht vorne dran, ne? Das Genuss-Event heißt es dann, glaube ich, gell? Genau. Also Genuss-Event? Sondern wo findet es statt? In der Unionhalle, tatsächlich zum ersten Mal, auch ganz wichtig, weil die Hausmesse, so wie sie ursprünglich hieß, die gibt es schon seit vielen Jahren. Die wurde bei Jovo sogar jährlich zweimal gemacht, einmal im Frühling und im Herbst und früher bei uns in Mülheim. Aber mittlerweile ist es so, dass wir die letzten zwei Jahre natürlich Corona-bedingt die Messe nicht stattfinden konnte. Ja. Und wir entschieden haben, nein, wir gehen diesmal nach Frankfurt, wir gehen in die Stadt. Wir möchten wirklich ein tolles Event schaffen mit Live-Musik, mit all unseren Winzern. Oh. Mit dass man auch Food probieren kann. Feinkostartikel wird es geben. Wir haben sogar Masterclass organisiert. Wir haben verschiedene Winzer, die dann... Was ist Masterclass? Eine Masterclass bedeutet, dass man sich anmelden musste. Das ist auch so passiert. Mhm. Und es sind 5 Winzer, darunter sogar der Präsident des Barolos zum Beispiel, die dann in einer Masterclass in einer Stunde über das Terroir reden oder über den Wein. Oder wir haben von Jermann zum Beispiel. Jermann ist einer der wichtigsten Weißweinhersteller Italiens. Gibt es eine Vertikale, da nimmt man einen Wein in 3 verschiedenen Jahrgängen und degustiert dann praktisch diese 3 Jahrgänge und bespricht, was sind die Unterschiede, wetterbedingt und so weiter und so fort. Also sehr, sehr spannend, sehr, sehr professionell auch alles aufgezogen. Und wir sind ganz stolz mit Fabio, dass wir es geschafft haben, diese Messe so groß aufzuziehen dieses Mal. Live-Musik heißt was? Wer spielt da? Also tatsächlich eine ganze Band. Adriano Celentano kommt. Yeah. Nicht ganz wahrscheinlich, ne? Nee, nicht ganz, aber die Lieder werden auf jeden Fall gespielt. Yeah. Wer spielt? Italienische also, Band? Also der Dani Randa, ist, sag ich mal, in der italienischen Szene sehr bekannt als Musiker, mit seiner Band natürlich. Fantastisch. Und spielen die jeden Tag? Von 12 bis 18 Uhr, nee. Die spielen doch jeden Tag, von 12 bis 18 Uhr, ja. Genau. Da ist die Messe nämlich geöffnet, ne? Genau. Die Unionhalle, Hanauer Landstraße. Und kann jeder kommen oder ist das nur fürs Gastrogewerbe? Es kann tatsächlich jeder kommen, auch am Montag, obwohl wir eigentlich mehr für die Gastronomie geöffnet haben. Mhm. Aber die Privatleute sind jederzeit sehr gerne willkommen. Wunderbar. Kostet Eintritt? Es kostet Eintritt, 20 Euro. Allerdings, man hat auch die Möglichkeit, dort einzukaufen. Mhm. Das haben wir auch organisiert. Man kann auch direkt die Weine mitnehmen. Mhm. Und sobald man 100 Euro ausgegeben hat, kriegt man die 20 Euro wieder zurück. Lohnt sich. Genau. Komme ich am besten mit ein paar Sekte vorbei, gell? Was gibt's alles auf der Hausmesse? Weine haben wir jetzt schon natürlich ausreichend gehört, aber das ist nicht das Einzige, was bei euch gibt. Ja, also ich sag mal, unser Hauptmerkmal liegt natürlich auf Wein. Mhm. Aber wir sind ja auch mit den Supermärkten oder auch als Großhändler haben wir natürlich viel italienische Feinkostprodukte. Mhm. Ob es jetzt spezielle Pastasorten sind, in Bronze gegossen. Was? Oder ja. Pastasorten in Bronze gegossen? Ja, können wir kurz mal das essen? Kann man nicht klingt nur essen. Nach einer Skulptur. Also, du musst dir das so vorstellen, Pasta wird ja normalerweise, wenn es dann in großen Mengen gemacht wird, also kommerzielle Pasta, die man in den Supermärkten kauft, in so Plastikform gegossen, die sind sehr, sehr glatt. Bronze ist ja sehr porös, kann man mit dem Auge eigentlich nicht sehen. Mhm. Aber dadurch, dass man dann praktisch die Nudeln in dieser Bronzeform gießt, hat man eine poröse Überfläche. Aha. Und die Soßen, die man dann macht, die haften viel besser an der Nudel. Das klingt ja geil. Super, also da gibt es einige schöne Marken. Wir haben zum Beispiel ganz exklusiv Molisana, die vertreiben wir exklusiv in der Region. Mhm. Es gibt aber auch tolle Pasta von Rummo. Wir haben auch in Königstein zum Beispiel aus Kampanien haben wir eine ganz besondere Nudelsorte. Die sind super lecker, auch
ich sag mal, gesünder als die anderen. Die haben viel mehr Proteine. Mhm. Also eine Rummo zum Beispiel hat schon 14 Gramm Proteine auch. Mhm. Also sind wirklich tolle Produkte. Und Käse, Schinken, wir haben Pinsa, Mehle. Wir haben einen Pizzaofen, glaube ich, sogar aufgestellt. Also da gibt es ganz viele Sachen zu probieren und das ist ein spannendes Thema. Ja. Sehr schön. Chef on Air. Augen auf bei der Berufswahl, sag ich nur. Chef on Air bei Radio Frankfurt mit zwei sehr lustigen Gästen heute hier. Der Stefano und der Fabio von Giovo. Vertreibt Gastronomie-Produkte aus Italien an die, also Essen und Trinken an die Gastronomie. So rum gesagt, man kann auch bei euch im Supermarkt als normaler Bürger einkaufen gehen und so weiter. Und jetzt, wie gesagt, übermorgen und am Montag die Giovo-Genussmesse. Du hast eben über diese richtig geilen, in Bronze gegossene Pasta gesprochen. Richtig, ja. Ist sie teuer? Die ist teurer als normale Pasta, klar. Ja, aber Qualität hat auch seinen Preis. Auf jeden Fall, genau. Ja. Wenn ihr euch, ihr seid ja beide Geschäftsführer, ne? Seid ihr die einzigen beiden Geschäftsführer oder gibt es noch mehr? Hm? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Boah, gruppenübergreifend, ich weiß gar nicht, so ein bisschen, Fabio. 80, 90. Ja. Wow. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und seit 4 Jahren macht ihr das Ganze, ne? Habt das vorher Seit 4 Jahren haben wir die Firma übernommen. Mhm. Wir sind aber schon länger in der Branche. Mhm. Wir sind schon länger in der Branche, aber seit 4 Jahren haben wir die Firma Giovo übernommen mit dem Supermarkt und jetzt den zweiten Supermarkt dazu gemacht. Also, ja. Was heißt ihr länger in der Branche? Was habt ihr vorher gemacht? Gut, unser Werdegang ist ein bisschen, wie er schon gesagt hat, Freestyle. Das springt auch wahrscheinlich. Ich will mehr darüber hören halt, ja. Er wird den Rahmen wahrscheinlich sprengen jetzt, aber... Sag doch mal ein paar Eckdaten. Eckdaten mit Fabio haben wir angefangen zusammen. Fabio ist gelernter Programmierer. Mhm. Ich habe mir das mit dem Grafik und Design so ein bisschen selbst beigebracht. Mhm. Wir haben angefangen, in einer Werbeagentur zusammen zu arbeiten. Später, als dann die Werbeagentur uns keinen Spaß mehr gemacht hat, wurde es eine Online-Druckerei. Mhm. Wir waren somit die Ersten mit Flyeralarm auch, haben Schnittstellen für Flyeralarm programmiert damals oder in Zusammenarbeit. Mhm. Danach sind wir in die Immobilienbranche gerutscht zusammen. Gerutscht? Upsi! Ja. Wir verkaufen Häuser jetzt auf einmal. Waren Kunden von uns. Aha. Wir haben uns dann getrennt von der Werbebranche und haben ein Projekt gestartet. Das war auch ein super spannendes Projekt. Da haben wir dann auch online Baumaterialien verkauft und durch unser Design-Affinität haben wir dann auch angefangen, halt Häuser zu designen und uns das alles so ein bisschen beigebracht. Hat viel Spaß gemacht, hat uns auch viel beigebracht. Wo habt ihr Häuser dann bauen lassen? Hier in Frankfurt, im Taunusgebiet, ja, aber als Angestellte damals. Aha, okay. waren wir nicht die Chefs. Ja. Und dann irgendwann war aber für uns klar, wir möchten für uns selbst entscheiden, unsere Expertise für unsere Unternehmungen nutzen. Und haben dann tatsächlich Guido Giovo, deswegen auch der Name. Giovo hat die Firma übernommen gehabt, vorher hieß sie anders, hat sie dann zu Giovo umgenannt, deswegen auch das 50-jährige Jubiläum letztes Jahr. Mhm. Und wir haben dann mit dem Guido ein Geschäft zusammen aufgebaut. Wir haben angefangen, Weine online zu vertreiben, aber auch Qualitätsweine, ohne jetzt irgendwie Preise, also ohne den Preiskampf zu machen, sondern wirklich so auf Qualität getrimmt. Auch diese Bronzenudeln zum Beispiel. Mhm. Also wirklich die Genusswelt. Es hat uns so viel Spaß gemacht, waren auch sehr erfolgreich damit, dass der Guido uns dann praktisch die Firma angeboten hat. Ja, und wir haben dann die Firma gekauft. Mhm. Und es war eigentlich mit die beste Entscheidung unseres Lebens. Wir machen das sehr gerne jeden Tag. Wir stehen jeden Morgen sehr gerne auf und es macht uns Spaß. Die Kontakte, die wir geknüpft haben mit unseren Gastronomiepartnern, sind immer sehr spannend. Es sind mehr Freunde geworden auch. Es ist ein sehr professionelles und freundliches Zusammensein und wir sind sehr dankbar. Wir sind wirklich sehr dankbar. Wie alt bist du, Stefano? Bitte? Wie alt du bist? Ich bin 42. 42. Du, Fabio? Ich bin 36. Und seit wann kennt ihr euch? Also seitdem ich ungefähr so 11, 12 Jahre bin. Ja. Aber da war er doch schon 6 Jahre älter. Also und seitdem seid ihr Kumpels. Aber genau, ein 17-Jähriger und 11-Jähriger passt doch gar nicht zusammen irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ja gut, ich ich habe damals für seinen Vater gearbeitet. Aha. Und damals habe ich Veranstaltungen auch gemacht. War so ein bisschen als DJ auch unterwegs. Mhm. Aber das ist schon sehr lange her. Und Fabio war der Einzige, den ich kannte, obwohl er erst 12, 11 war, der Seiten programmieren konnte damals. Internetseiten. Was, mit 11? Ja. Wie krass. Und geil. Fabio hat tatsächlich dann so die ersten Internetseiten programmiert für die Veranstaltung, die ich organisiert habe. Ja. Wow. Und seitdem seid ihr Kumpels? Ja, doch, kann man schon so sagen. Ja. Immer zusammen. Kracht zwischen euch? Oder? Ja, aber nicht, also immer sehr gediegen. Also wenn
wenn wir merken manchmal, wenn wir jetzt zum Beispiel Diskussionen haben und wir kommen nicht auf einen Nenner, dann hören wir irgendwann halt beide auf. Dann, okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Die wird auch respektiert. Mhm. Aber heute finden wir halt keinen gemeinsamen Weg. Und dann wartet man bis zum nächsten Tag und dann hat man eine Lösung. Also wir das machen das schon sehr, sehr diplomatisch. Sehr weise, muss ich sagen. Doch, das kriegen wir sehr gut hin. Ist die Mama immer dabei und muss manchmal einschreiten, oder? Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Nee, okay. Die Mama bekocht uns nur und... Bekocht uns nur. Wohnt ihr beide bei der Mama oder was? Nein. Klang gerade ein bisschen so, wäre aber irgendwie charmant. Ja gut, aber die Mama von Fabio und an dieser Stelle auch einen dicken Kuss an sie, ist halt wirklich eine typisch italienische Mama, wie man sie sich vorstellt. Für sie ist es, glaube ich, das Wichtigste, und das merke ich in jedem unserer Unterhaltungen, dass es uns allen gut geht. Ja. Fabio, mir, seinem Bruder auch, der uns viel unterstützt in der Firma. Ja. So, sie guckt immer darauf, dass es uns gut geht. Sehr gut. Und bekocht uns, und wir zelebrieren auch dieses familiäre Zusammensein. Mhm. Wir versuchen, das aufrechtzuerhalten, weil das für uns, ich sag mal, Italiener auch sehr, sehr wichtig ist. Hier ist Stefan Erl bei Radio Frankfurt, heute am Freitag, dem 15. Juli, mit dem Stefano Granata und Fabio Benotto von der Giovo GmbH mit Sitz in Mühlheim, ne? Eure Büroräumlichkeiten. Genau, wir sitzen in Mühlheim, dort ist die Zentrale. Jawohl, und ihr habt Supermärkte in Mühlheim und eine im Kronberg im Taunus? In Königstein. Königstein, ach verdammt nochmal. Und am Wochenende, wie gesagt, Sonntag und Montag in dem Fall die tolle Genussmesse. Was kann ich da alles erleben? Ich meine, kostet immerhin 20 Euro Eintritt. Kriegt ihr auch was geboten? Das kostet 20 Euro Eintritt, das stimmt. Mhm. Aber ihr könnt dort halt, also man kann dort Feinkost, Gourmet essen, schlemmern und beste Wein aus Italien probieren und ich kann trinken. Alles genießen, so kann man alles genießen, also essen, trinken auf höchstem Niveau, sag ich mal, kriegen wir, bieten wir den Kunden, den Gästen. Jetzt würde ich gerne in Sachen Essen natürlich ein bisschen ins Detail gehen, ne? Machen wir mal den Mund wässrig, Stefano. Klar, wobei ich würde gerne noch eine Sache zum Wein, wenn du erlaubst, dazu sagen. Es sind alle Winzer persönlich vor Ort. Mhm. Das heißt, wenn man kommt und am Eingang ist, bekommt man ein Glas und mit diesem Glas kann man dann jeden Winzer besuchen, jeden Wein probieren und mit dem Winzer interagieren. Das heißt, ja, aber man kann auch mit dem Winzer halt interagieren und über die Weine sprechen. Man hat auch so Broschüren und da kann man sich halt notieren, wie man die Weine selbst gefunden hat. Das ist alles vorbereitet und schon dort vor Ort. Also es ist wirklich ein Genuss-Event. Also wir zelebrieren Genuss. Ja. Sorry, Fabio. Fabio, ja. Was ich noch erwähnen wollte, ist, die Sachen kann man natürlich mitnehmen, einkaufen. Mhm. Ja, und wir bieten an dem Tag einen Messerabatt an. Auch noch, zu den Standardpreisen. Ja. Und wie gesagt, ab einem 100 Euro Einkauf geht der Eintritt wieder zurück. Das klingt sehr, sehr sexy. Und jetzt zum Essen noch, ne? Wein haben wir jetzt gehört. Essen ist dann eher zum Probieren tatsächlich. Ja. Weine kann man mit einkaufen. Ja, aber was alles? Das will ich wissen. Ich habe zum Beispiel, ist der Andrea da. Andrea von Cascina Stella. Der ist aus dem Piemont. So, und der macht für uns hausgemachte Nudeln mit Fasona-Fleischfüllung. Jetzt sagst du, was ist Fasona-Fleisch? Und dann sage ich dir, Fasona-Fleisch ist eine Rindersorte, die gibt es nur im Piemont und ist eine Spezialität, die seinesgleichen sucht und die kann man halt live degustieren von Andrea, dem Hersteller selbst, zubereitet. Ja, geil. Ja. Und wenn man dann diese Nudeln hat, sollte man direkt zum Enrico gehen, Cascina Chicco, das ist der Wein aus dem Piemont. Aha. Und dann hat man direkt schon mal so einen kleinen Ausflug in den Piemont gemacht, mit einem Wein und mit der Pasta aus dem Piemont. Mhm. Ja. Bietet ihr auch einen Taxiservice an für danach, wenn ich da nicht mehr fahren kann? Ja, wir können einfach Sonntag auf Montag dort zusammen übernachten und Party machen, kein Thema, die Band ist ja da. Nee, ich denke, das muss jeder für sich entscheiden, wenn man natürlich vorhat, viele Weine zu probieren. Mhm. Safety first, sollte man vielleicht mit dem Taxi kommen. Mhm. Aber deshalb sind wir auch in Frankfurt, in der, ich sag mal, eigentlich im Zentrum. Unionhalle, Arno Landstraße. Unionhalle, zentraler geht ja schon fast kaum. Mhm. Insofern, ja, kommt, genießt es, sammelt so ein bisschen italienische Luft ein und habt Spaß. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr einladend und sehr, sehr lecker. Fabio, jetzt haben wir schon einiges von euch gehört. Programmierer, Grafikdesign, genau. Immobilien, jetzt Genuss. Was kommt noch von euch? Habt ihr noch eine andere Idee? Also ich glaube, wir fühlen uns so wohl, dass wir dort erstmal stehen bleiben. Aha. Wahrscheinlich für immer oder zumindest lange Zeit und genießen einfach den Moment und die Arbeit. Mhm.
Aber gibt es noch Platz dann auch für Hobbys? Für Hobbys gibt es, sag ich, wenig Platz, aber wir lieben unsere Arbeit, das ist eigentlich auch unser Hobby. Ja, jetzt drückst du. Ich habe nämlich eben nach Hobbys gefragt, alles langweilig, total langweilig. Und dann musste der Stefano deine Hobbys sagen, Tischtennis und Crossfit. Tischtennis spiele ich tatsächlich gerne. Wir haben auch in der Firma zwei Tischtennisplatten. Was? Zwei in der Firma? Okay. Wir spielen auch ab und zu mal in der Firma, weil ich mache es schon seit Kindheit an und es macht mir Spaß. Okay. Ja. Und wir haben auch ein paar Mitarbeiter dazu motiviert, mit uns zusammen zu spielen. Okay. Stefan, hast du schon mal gegen ihn gewonnen, Tischtennis? Nein. Nee? Ich glaube, einmal fast, aber nee. Einmal fast? Da hat er nämlich mit links gespielt und währenddessen WhatsApp-Nachrichten verschickt. Nee, wir haben auch eine coole Anekdote dazu. Einmal kam der, wie hieß der Ex-Trainer von der Eintracht Frankfurt? Der vorherige, der Adi, genau. Der Hütter, ja. Der Hütter, der kam vorbei, wollte Wein kaufen und das war so außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten und dann meinte ich nur, du hörst so, egal wer du bist, wenn du hier Weine kaufen willst außerhalb der Öffnungszeiten, musst du gegen unser Lagermeister Tischtennis spielen und gewinnen. Es gibt auch Fotos, ich habe Beweisfotos. Und der Adi auch, hast halt gleich gemerkt, das sind ja Menschen, die ja auch dann so ein Mindset haben, da geht es auch ums Gewinnen, die sind ja wirklich sehr ambitioniert. Mhm. Und es war ein super sensationelles Match zwischen Gregor, hier schönen Gruß auch an den Gregor. Okay. Und Adi, also bei uns ist... Wer hat gewonnen? Ich glaube 2-1 für Gregor, gell? Irgendwie sowas. Aber er war stark. Er war stärker, als wir alle angenommen hatten. Okay. Ja, aber das ist so ein bisschen unsere Philosophie. Habt ihr nochmal so prominente Gäste, die man kennt, die zu euch kommen? Ja, die Klitschkos waren bei uns schon eingekauft. Ja, demnächst wollte vorbeikommen, hat die Nathalie gesagt. Der Ralf Bauer will jetzt demnächst kommen. Schauspieler, ja, schönen Gruß Sänger, auch. Glaube ich auch, ne? Ja, Fußballspieler kommen ganz viele. Mhm. Gerade so auch wir haben einen guten Freund von uns, der ist der Franco, der macht den Platzwart bei der Frankfurt und vermittelt immer ganz gut. Ja, sehr doch, geil. Macht Spaß. Also, komm vorbei, die Jovo Hausmesse am Sonntag und am Montag, 18. und 17. Juli, 12. bis 12. bis 8. Sag du mal, komm, wann ist er hier? Ich wabbel mich Leute, zum Schluss ohne Ende. Kein Problem, das hast du so gut bis jetzt gemacht. Ich hab auch Feierabend jetzt, mach du mal. Also, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr in der Unionhalle sind wir vor Ort. Fabio und ich sind auch dort. Wir freuen uns, euch empfangen zu können, persönlich auch empfangen zu können. Und am Montag sind wir auch von 12 bis 18 Uhr in der Unionhalle. Parkplätze sind auf der Parallelseite hinten, also es ist für alles gesorgt. Kommt vorbei. Und ganz wichtig auch, sollte es zu heiß werden, wir haben das Klimapaket. Das Klimapaket dazu gebucht, damit wir das auch wirklich genießen können, damit wir uns auch wirklich auf die Weine und tollen Produkte konzentrieren können. Schön, dass ihr hier wart. Danke dir.